Und damit sind wir zurück bei Let's Play Game of Thrones. Nach einem Tag Pause, weil wir beim gestern nur 10 Minuten gehabt hätten und ich fand, dass sich das einfach zeitlich nicht rentiert hätte. Beim letzten Mal waren wir hauptsächlich mit Garrett an der Wall. Wir haben einmal Finn kennengelernt, einen relativ unsympathischen Kerl, der mit uns auch Streit angefangen hat, mit dem wir uns auch geprügelt haben, wegen Cotter, den kannten wir schon, nur vom Namen her nicht, der sein Messer geklaut hat. Außerdem gab es eine Art Test, was so die bei der Nightwatch die Rekruten können, einmal im Schwertkampf, im Armbrustschießen und im Tragen von Fässern. Und wir waren in King's Landing mit Myra. Sie hat von ihrer Freundin Sarah ein großes Geheimnis erfahren, nämlich dass diese ein Bastard eigentlich ist. Und ja, am Ende hatten wir ein Gespräch mit Tyrion, der uns jetzt, der einige Abgesandte von Lord Whitehill trifft, wegen dem Eisenholz, und es lustig findet, dass wir da mitmachen, als Abgesandte von House Forrester. Mal gucken, wie es wird. Und ich will auch schon sehen, wie die gucken, wenn jetzt wir von Forrestern einfach da einmarschieren, weil die denken, wie gesagt, Tyrion hätte keine Wahl, als mit ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ich bin da schon hochgespannt drauf. We've been waiting here for an hour. Andros, be courteous. Courtesy in a merchant. Like finding gold in your chamber pot. Apologies, my lady. Who is this? Some girl you've brought for entertainment. Okay, also schau mal, ein richtig schöner Anfang von wegen, ja, wir warten hier seit einer Stunde und der andere hat ihn dann um, ja, Courtesy, also Zurückhaltung gebeten und dann Tyrion halt gleich, ja, Zurückhaltung bei Händlern ist ungefähr so, als würdest du Gold im Nachttopf finden. Ja, wer sind wir? Wir sind nur eine Zofe, wir sind ein Freund von Lord Tyrion oder wir sind Myra Forrester. Und ganz ehrlich, da sie uns scheinbar noch nicht erkannt haben, werde ich jetzt sagen, wir sind Myra Forrester, weil ich will einfach den Blick von denen sehen, die Überraschung sehen, wenn sie sehen, dass ein Forrester hier auftaucht. She's a lady, Lord Andros. My name is Myra Forrester. Oh, hohohoho. Hallo, überraschte Blick. Myra Forrester? Why are you here? A fair question. Warum ich hier bin, um euch die Suppe zu versalzen, möchte gern Abgesandte von Whitehill. Ja, um Forrester Eisenholz zu verkaufen, das ist eine private Angelegenheit, oder Tyrion fragt nämlich, ob ich hierher komme. Ja, aber schön, wie die halt beide komplett baff sind. Ja, um Eisenholz zu verkaufen, das wollen die ja auch, also ich sehe es jetzt nicht ein, warum wir vor denen jetzt den Schwanz einziehen sollen. Die sollen ruhig wissen, dass wir verfeindet sind. Ich meine, die sind ja eh schon anscheinend von Anfang an auf... Dieser Andros scheint ja eh von Anfang an schon auf Konfrontation zu sein, deswegen, ganz ehrlich. Ja, wir haben gesagt, wir möchten mit Lord Tyrion allein sprechen. Ja, schön für dich. Hat er aber anders entschieden. Tyrion alone. I'm here to sell our Ironwood. Oh, really? Andros. Lord Andros, I'm sorry, Lady Myra, but we've already spoken to Lord Tyrion. You spoke, I listened. Lady Myra has since persuaded me to consider her offer first. Now, if you'll excuse us. Das ist geil. You're going to dismiss us? You can't do this. I assure you, I can. This is a mistake, my lord. I don't think so. Lord Whitehill will hear of this. Ja, dann geh doch zu deinem Lord Whitehill. Oh, wie ich das geil finde. Tyrion schmeißt sie jetzt einfach beide raus, weil er unser Angebot fürs Eisenholz zuerst hören will. Wie ich das einfach nur geil finde. Ganz ehrlich, ich könnte mich gerade totlachen. Das haben die einfach mal verdient. Ja, die sind jetzt natürlich beide angepisst, aber das wären sie auch, wenn wir jetzt nicht gesagt haben, dass wir Eisenholz verkaufen, weil dann wären sie halt angepisst von wegen... ja, wir haben gesagt, wir wollen mit ihm alleine reden. Ja, sag ihm, was du willst. Entschuldigung, Lord Andros, hier ist kein Grund für Drohungen.
oder ihn einfach anstarren. Ganz ehrlich, sag, was immer du wünschst. Er soll's ruhig sagen. Ich meine, die Whitetails mögen uns eh nicht und... Ganz ehrlich, ich werde mich bei dem nicht entschuldigen. Der kann mich mal... Die wollen ja Tyrion hier dazu zwingen und das ist unser Eisenholz. Deswegen, ganz ehrlich, gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Aber für meine Verhältnisse kann der mich mal, deswegen... Sag's ihm doch, wenn du es wünschst. Tell whomever you wish, my lord. It's no concern of mine. Ich hab keine Angst vor dem Whitehead. Lord Tyrion. So, möge doch bitte gehen. Do let me know when you've come to a decision. I'd like the opportunity to change your mind. Lady Mira. Ich meine, der zweite ist. Good day, gentlemen. Der zweite ist zumindest noch halbwegs höflich. Ah, well. That was fun. Das hat Spaß gemacht. Now, as for your offer, what did you have in mind? My lord? The Crown's Ironwood. I assume you have a proposition? You had a reason for coming here. Ja, jetzt sollen wir natürlich unser Angebot sagen. Schön, wie er sagt. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, was können wir sagen? Du zuerst, Lord Tyrion, oder ihr zuerst? Helft mir, die Whitehills zu stoppen, oder lasst uns das Eisenholz liefern? Ja, ich mag die Krone immer noch nicht, aber ich vertraue Tyrion. Oder was heißt Vertrauen? Ich mag ihn lieber als die sonstigen Leute, die man hier so über den Weg läuft. So wird es wohl besser ausgedrückt. Was sagen wir? Ich denke halt nicht... Ich würde ihn schon gerne fragen, ob er uns mit dem Hilfe, aber ich denke nicht, dass wir ihn sofort um Hilfe bitten können, weil er will was dafür und er hat halt gerade die beiden einfach rausgeworfen. Ich glaube, ich sage ihm eher zuerst, weil er wird wahrscheinlich erst ein Angebot vorschlagen im Sinne von, ja, ich gebe euch das, aber das erwarte ich. Weil wenn ich jetzt einfach sage, ja, lasst uns das Eisenholz liefern, das könnte halt für Ironwood sehr, sehr schädlich sein. Wenn die dann einen Brief kriegen, ja, übrigens, wegen Mira liefert ihr jetzt Eisenholz. Deswegen sage ich ihr zuerst, Lord Tyrion. I know it wasn't just to entertain me. I'm sure you already have a proposal in mind. Say the Crown agrees to buy Ironwood solely from you. Lord Whitehill will be left in the cold. If he wishes to sell to the Crown, he'll have to do so through your family. You'll have him at your mercy. Or you'll bring your houses to open war. Ein interessanter Vorschlag. Also er meint halt, dass er dann die Krone, weil er ist ja Meister der Münze, er verwaltet ja das ganze Gold von der Krone, dazu veranlasst, dass sie halt von uns das Eisenholz kaufen. Lord Whitehill wäre dann bei uns natürlich in der Schuld, die würden ihn einfach übergehen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder er ist bei uns in der Mercy, also in unserer Gnade, oder es würde Krieg geben. Was können wir sagen? Nicht mit euch an unserer Seite. Nee, beleidigen tue ich ihn nicht. Ich habe keine Angst vorm Krieg. Oder wir müssen das Risiko eingehen. Es klingt auf jeden Fall nach einem guten Handel. Es ist halt scheiße, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja gut, man bespricht das erst mit den Leuten von Ironbluff, weil Roderick ist Lord. Wenn er erfährt, dass Mirror da einfach über seinen Kopf hinweg was gemacht hat, das könnte halt uns auch tief ins Fleisch schneiden. Das ist so eine 50-50-Chance. Aber ich glaube, es wäre es wert zu versuchen. Deswegen glaube ich, sage ich jetzt, dass ich das Risiko eingehen werde. Ja, ich werde das Risiko eingehen. You do know that's a possibility, don't you? Then that's a risk I'll have to take. Über Risiken ging es erst im letzten Part. I'll consider the arrangement. Er vereinlasst alles. Sehr schön. Of course, you'd have to do something for me in return. Und wir müssen natürlich für ihn was tun. Ja, natürlich müssen wir für ihn was tun. Er
Das ist natürlich fair. Er will natürlich was. Ich werde alles tun. Ich brauche Details. Oder was möchtest du? Was möchtest du haben? Ja, wir kennen halt noch nicht das, was er haben will. Aber wie gesagt, der Handel klang gut. Ich brauche Details, sage ich. Ich sag nicht, dass ich alles tue. Ich will erst wissen, worum es geht. Ich brauche Details. The terms will be fair. I need more than that. I'll have an answer for you soon enough. Er hat für uns bald eine Antwort. We have an understanding then. Thank you, my lord. Okay, hoffentlich. This will either be very good for both of us. Or very bad for you. Für uns beide gut sein for oder your für sake, I hope it's the former. Uns schlecht. Und er hofft aber für uns, dass das Erste ist. Ja, ich weiß nicht, ob es die beste Idee war, mit dem Gnomen Geschäfte zu machen, aber ganz ehrlich, der Handel klang halt fast schon zu gut. Vielleicht war es ein Fehler. Aber ich wollte es einfach jetzt mal eingehen. Okay, dann gehen wir mal. My lady. Hier ist halt ein Lannister. Das ist ein Lannister-Wache. Ich hoffe, der verpetzt dann nicht. Ich traue Tyrion so weit, er sonst nicht verpetzt, zumindest. Charakterwechsel. Nach Essos. Okay, also zum Escher. Escher haben wir ja schon länger immer gespielt. Nicht mehr seit Anfang von Episode 2. Ja, wir werden ja immer noch von der Lost Legion verfolgt. Von diesen Söldnern, die für die Sklavenmeister arbeiten. Seit dem tragischen Tod von Tazal. Wir müssen aus der Stadt raus. Wenn das möglich ist, heißt das. Wir können jetzt schleichen. Ich hoffe, wir laufen den jetzt nicht in die Arme, das wäre schlecht. Aber ich sehe nichts. Na, von wegen. Da sind gerade welche an uns vorbeigelaufen. They were headed for the main gate. I know another way. You coming with us then? If you're to save your house, you'll need more than the two of us at your side. You'll need an army. That's why you're here, isn't it? To hire one. An army of sellswords. And a man to lead them. Okay, also Wesker kennt einen Weg hier raus, weil die gerade eben zum Haupttor gegangen sind. Das ist schön. Wesker war ja eine sehr gute Kriegerin. Und ja, Malcolm hat gesagt, wenn wir wirklich unserem Haus was Gutes tun wollen, dann brauchen wir eine Armee. Wer wird sie anführen? Ich kann sie anführen, Wesker kann sie anführen oder du solltest sie anführen. Ich glaube, ich werde sagen, ich kann sie anführen, weil wir wissen ja, dass der gute Asher so eine, sagen wir mal, dezent kriegerische Veranlagung hat. Das wissen wir noch von Lady Forrester. Und er ist ja hier schon eine Weile. Und ich würde das gern selber tun. Weil Wesker ist halt nicht vom Haus. Und was Malcolm angeht, er ist halt in Anführungszeichen nur unser Onkel. Aber mir auch nicht. Deswegen sage ich, ich kann sie anführen. Do you hear what I'm saying, boy? I can lead an army. I know you can. I've always known it. Your father was blind to that. None of that matters without sellswords to hire. And all the companies around here are engaged. Ja, wir brauchen halt die Söldner. Aber nicht hier, weil hier wird keiner mitmachen wollen. Und ja, jetzt geht's um einen Croft. Ich glaube, das ist ein Mann. One-eyed Croft, with the second sons. They're all with the Targaryen girl now. But Croft owes me a favor. I'm pretty sure he hates you, actually. No. He'll help us. I'll make sure of it. And how are you going to do that? Okay, also es geht um einen Croft. Der ist natürlich mit den Second Sons bei der Targaryen, also bei Daenerys. Die kennt man ja aus der Serie auch. Genauso wie man die Second Sons aus der Serie kennt. Das sind sehr, sehr starke Elite-Krieger, die... Ja, so ein bisschen wie die Spartaner aus 300. Die sind seit der Kindheit abgehärtet. Alles ehemalige Sklavenkämpfer. Die sind seit der Kindheit abgehärtet, selbst stärkste Strapazen zu ertragen und absolut unbarmherzig zu töten. Ja, wie werden wir Croft überzeugen? Wir finden was raus. Wir mit Charme. Oder wir werden ihn forcen.
Also wahrscheinlich begegnen. Also Force ist ja Macht. Vielleicht auch überwältigen, würde ich so übersetzen. Croft hat also nur noch ein Auge. Ich denke, der ist nicht besonders One-Eyed Croft. Und eventuell hasst er uns, aber Asher meint, er mag uns. Ja, ich würde sagen, wir finden was raus. We didn't part on the best of terms. I'll figure something out. Not exactly a plan, though, is it? Don't worry, he'll get it done. Es ist kein Plan, aber es ist ein Anfang. Und das Problem ist, alle machen gerade Türen und Fenster zu. Es gefällt mir gar nicht so wahnsinnig. This mother of dragons and her sellswords are headed north, so we make for Marine. Wait. Wir müssen erstmal aus der Stadt rauskommen, bevor wir weiter Pläne machen. Mir gefällt es gar nicht, dass hier alle die Fenster und Türen zumachen. Das riecht mir nach Falle. Wait. Marine. Shit. What? Und irgendwas ist mit Marine. Das ist eine große Stadt. Business there. I don't want to talk about it. We can't afford any distractions. It's not your problem. It'll be. Okay, Beskar hat anscheinend ein Problem mit Marine. Sie sagt unerledigte Aufgaben, aber sie will nicht drüber reden. Ja, wenn sie nicht drüber reden will, werde ich sie nicht zwingen. Ich glaube, Beskar kann schnell mal stinkig werden und ich hätte die Frau sehr ungern stinkig. Wir haben es gesehen, die ist eine sehr geübte Kämpferin. Und ich will nicht, dass sie uns bekämpft. Das können wir dann sagen, ja, was für Angelegenheiten, aber wie gesagt, wenn sie nicht drüber reden will, sagt er selber, ich werde okay sein, dann werde ich sie jetzt nicht dazu zwingen. Du könntest hier bleiben oder ich vertraue dir. Ich werde jetzt sagen, ich vertraue dir. Fine. It's fine. I trust you, Beskar. I shouldn't have said anything. I said I was with you, little brother. And I meant it. Oh, scheiße. Wir sind natürlich jetzt direkt rausgekommen. Okay, wir haben einen Speicherpunkt. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Ja, wir haben noch 13 Minuten. Scheiße, jetzt sind die Sektenisse, jetzt sind natürlich die blöden Idioten hier von den Söldnern. Die sind ja gerade direkt aus der Tür rausgekommen. Ich habe jetzt gerade zu spät reagiert, leider. Und die suchen uns natürlich. Wir werden die Junkai verlassen, die werden uns nicht aufhalten können. Aber wir müssen schnell hier raus, die suchen wahrscheinlich jetzt überall nach uns. Oh. Nein, verzieh dich. Beskar greift zur Waffe. Okay, wir können entweder den Soldaten töten oder Beskar aufhalten. Ja, was sollen wir tun? Das erinnert mich gerade wieder ein bisschen an Garrett, wo er wegen Ramsay, wegen entweder laufen oder stehen bleiben. Wenn wir jetzt den töten, fällt es auf jeden Fall auf. Wenn wir sie jetzt aufhalten, dann stirbt er nicht, aber er könnte uns sehen. Ich glaube, ich halte sie auf. Doch, Beskar. Ich glaube, der sieht uns hier nicht. Also ich hoffe, er sieht uns hier nicht. Ja, er geht weg. Aber wenn er jetzt tot wäre, würde er auf jeden Fall auffallen. Just one more we'll have to kill later. Let's go. Wenn wir verschwinden, dann ist es keiner, den wir später noch töten müssen. You acted like a true leader. You two can talk about it later. We need to get out of here. Ja. They won't stop looking for us. Ich stimme ihr zu, wir müssen verschwinden. It's a long journey to Marine on foot. Besser als hier zu sterben. Besser als hier zu sterben. Es wird nicht leicht sein. Ja, ist klar, dass es nicht leicht ist. Zuerst versuchen hier rauszukommen. Wir werden es rausfinden. Oder, ja, erstmal holen wir die Armee. Ich würde sagen, erstmal versuchen wir hier rauszukommen. Just try to keep up, Uncle. Don't you worry about me. Ich mache mir auch keine Sorgen. We cross the narrow sea with an army at our backs. Well, House Forrester will not survive to see winter. Ja, Malcolm weiß ja einiges nicht. Er weiß ja nicht, dass Lord Ethan Dodes zum Beispiel. Charakterwechsel. Zum Mirror. Wieder mit dem Speicherpunkt. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich glaube 10 Minuten. Genau. Also spielen wir doch einen Speicherpunkt weiter. Mirrors Quartiere, King's Landing oder Mirrors Quartier. Und da ist gerade jemand weggelaufen.
Das ist ja schon wieder wunderschön hier. Und die Tür ist offen. Ich glaube, das ist unser Zimmer. Wir können auch gar nichts machen. Wir können nur gehen. Ja, wir sind nicht bewaffnet. Vielleicht hat Lannister uns verpetzt. Die Tür ist angelehnt. Vielleicht hat diese Lannister-Wache uns verpetzt, weil dann könnten wir sterben. Bei Cersei wird es wohl nicht gefallen, dass wir mit Tyrion zusammenarbeiten, deswegen. Okay, mal gucken. Was könnten wir machen? Wir könnten reinrufen, die Tür öffnen, sie aufbrechen, also wirklich reinstürmen oder spähen. Ich glaube, ich spähe erstmal, weil ich, wenn dahinter jemand steht, erstmal spähen. Eine zerstörte Vase auf dem Boden. Ein Brief auf dem Bett. Der Raum scheint aber leer zu sein, sonst kann man nichts entdecken. Okay. Ja, da ist jemand weggelaufen. Ich glaube nicht, dass jemand drin ist. Aber zur Sicherheit rufe ich nochmal rein. Hallo? Ja, das klassische aus Horrorspielen, ne? Hallo, ist da wer? Und natürlich keine Antwort. Okay, dann öffne ich sie mal. Ich stürme jetzt nicht rein. Weil wenn da jemand drin ist, dann werden wir sterben. Ich öffne sie vorsichtig. Okay, der Raum ist leer. Mirror, ein Brief auf dem Bett. Und dann, wie gesagt, ein zerbrochene Vase. Und hier auch alles durch... Ja, nicht durchwühlt. Aber die Briefe sind durchgewühlt. Was haben wir denn hier? Was haben die denn zerbrochen? Eine Fußspur oder eine Schleifspur, besser gesagt, Füße sind es nicht. Eine Vase, als auch eine Vase. Why would someone do this? Warum würde jemand hier einen Brief hinterlassen? Wahrscheinlich ist die Vase zerbrochen in der Eile, das sagen auch die Schleifspuren. Okay, schauen wir mal erstmal auf den Tisch. Irgendwas fehlend vielleicht? Oh, die Briefe mit der Familie sind weg. Das gefällt mir mal gar nicht. Ja, was jemand damit will? Einfluss will er haben. Vielleicht ist er Lord Andros, keine Ahnung. Aber der wäre kaum so dumm, einen Brief hier zu hinterlassen. Den schauen wir zum Ende an. Hier ist ein Buch. Ja, das ist das Buch, was wir von Roderick haben. Was someone going through my books? Wahrscheinlich hat jemand was Bestimmtes gesucht. Aber mal in die Truhe, da waren ja die Münze und so, die ganzen Wertgegenstände. Na, die Münze ist noch da. Everything's still here. Alles ist noch da. Okay, wer auch immer das gemacht hat, es ging ihm nicht um Geld. Es ging ihm wahrscheinlich um Infos, das erkläre ich hier zumindest aus den Briefen. Gucken wir uns mal die Notiz auf dem Bett an. Ich glaube, mehr können wir eh nicht mehr anschauen. I have information that will aid you with the imp. Meet me in the gardens at midnight. Okay. Ohne Namen. Von wegen Informationen. Über das Treffen mit dem Gnom und man soll die Person um Mitternacht bei den Gärten treffen. Könnte der Kohlenjunge sein, aber der Kohlenjunge wäre nicht weggelaufen, weil es ist eindeutig vorher jemand weggelaufen. Wer könnte es noch sein? Irgendjemand, der beigewohnt hat. Der Einzige, der dabei war, war ja der Soldat. Aber der hätte uns auch vorher ansprechen können. Ja, keine Ahnung, wer das war. Aber wir scheinen nochmal einen Charakterwechsel zu haben. Ja, ganz genau. Speicherpunkt. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 6 Minuten. Einen Speicherpunkt würde ich noch gerne machen. Bei 6 Minuten würde ich noch... That should last through Lady Elena's visit, at least. There's been no news from Mira. She may not have found a way to help with Elena. Ach so. Ja, das ist jetzt das Treffen mit Elena. Nein, wisst ihr was, dann höre ich doch jetzt schon auf, weil ich glaube, das Treffen mit Elena wird eine längere Geschichte ohne Speicherpunkt und wir haben nicht mehr so lange. Ja, dann höre ich jetzt schon auf. Ja, wer war der Mysteriöse, der bei Mirror im Zimmer diesen Brief hinterlassen hat?
Das ist die große Frage, beziehungsweise war der Handel gut? Das ist die andere große Frage, wo ihr gerne eure Kommentare schreiben könnt. Und ansonsten halt das kurze mit Asher, aber das war jetzt nicht unbedingt so wichtig. Das war ja eher nur ein Rauskommen aus Yunkai, was wir jetzt hoffentlich geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Morgen kommt dann Game of Thrones, der Mittelerde Fight Club und ein neues Projekt. Der Pirates fällt für morgen aus, da habe ich nämlich vorher eine Doppelfolge gemacht. Also es wurde zu einer Doppelfolge. Und ja genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.